Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PC-Tipp, Tipps und Tricks. Heute erzählen wir Ihnen etwas über das Add-in namens Boomerang von Baidin. Das ist ein nützlicher Helfer für den E-Mail-Antrag mit Outlook. Wir haben Ihnen jetzt hier schon etwas vorbereitet. Es gibt das Add-in leider nur auf Englisch, aber genau darum zeigen wir Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Also sagen wir, Sie wollen eine E-Mail schreiben und das möchten Sie später senden. Gehen Sie auf neue E-Mail. Sie öffnen Boomerang. Das geht erstmal bei uns im Moment. Genau, rechts sehen Sie jetzt da die verschiedenen Möglichkeiten, die Sie haben. Zum Testen schicken wir uns das jetzt einmal selber. Und rechts wählen Sie da aus Send Later. Dann können Sie entweder, also Sie sehen die Optionen dort, und können es entweder zu einer spezifischen Zeit schicken oder zum Beispiel 2 Tage später, was wir jetzt machen. Eine andere Option ist, manchmal verschickt man mehreren Leuten ein E-Mail und verliert ein bisschen, also ja, schreiben nicht alle zurück. Und man möchte vielleicht on track bleiben, wer einem jetzt geantwortet hat und wer nicht. Und sehr nice in diesem Add-in, man kann sich erinnern lassen und kann das genau definieren, wann das soll sein. Auch sehr nützliche Funktion ist, dass Boomerang Ihnen direkt Zeiten für Sitzungen vorschlägt, ohne dass Sie jetzt auf die Ansicht vom Kalender wechseln müssen. Sie können definieren, an wen das gehen soll. Wir wählen jetzt hier einen Arbeitskollegen von uns. Ich kann einen Titel wählen von dem Meeting. Sagen, wie lange das gehen soll und wo man sich trifft. Jetzt wählen wir hier einfach mal ein bisschen Zeiten aus, was uns gehen würde. Jetzt haben wir etwas, das überlappt, aber links da sehen Sie, welche das Sie vorgeschlagen haben und Sie können die mit einem Klick aufs X auch wieder entfernen. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie das Insert to Mail gerade direkt und dann schicken. Das war es auch von unserer Folge von Tipps und Tricks. Ich hoffe, es war hilfreich und hat Ihnen gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.